Moin, Brücke kann aktuell nicht streamen, da er keinen Strom hat. Kein Spaß. Deswegen macht er jetzt unglaublichen Content auf Instagram, wie zum Beispiel das hier. Ja, Leute, ne? Haben einen Staubsauger gekauft heute. Den seht ihr jetzt wahrscheinlich nur ganz schlecht, weil ich nämlich keinen Strom habe. Ja, aber Strom sowieso eine Sache, die in Brücke 1 auch nicht braucht. Internet übrigens auch nicht, und deswegen sehe ich mich dann eigentlich schon die nächsten Wochen, wann auch immer das Problem gefixt wird, auf einem Instagram-Influencer. Wenn euch der Content, den ich hier produzieren sollte, dementsprechend gefällt, würde ich euch eine kleine Spende, habt ihr eine kleine Spende? Nein, nicht wirklich. Aber ich habe wahrscheinlich, also ich kann wahrscheinlich vorerst nicht streamen, beziehungsweise immer nur so aushilfsmäßig, ne? Das wollte ich euch nur wissen lassen. War heute ein rougher Tag. Dieses Real Life tut mir nicht gut. Hoffe, bei euch läuft es besser. Menschen zu haben, die einem helfen, ist sehr schön. Ne? Das freut mich immer sehr. Also folgt mal da rein, zack, zack. Honest Betchen Ottes kommen, sobald er wieder online ist. Gott liebt euch. Du stehst morgens auf und glaubst daran, dass 50% Winrate auf jedem Champ eine gute Aktion ist. Was bist du für ein Vollidiot? Hast du jemals in deinem Leben League of Legends gespielt oder was? Wie kann man so dumm sein? I don't get it. Du musst so stupid sein, um das zu glauben. Du hast nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Das ist nur ein Statement für die Presse. Für die Öffentlichkeit. So dumm, Alter. Das ist nur, damit die Öffentlichkeit glaubt, ja, 50% ist gut. Meine Fresse. Dumme Arschlöcher bei Riot Games, ey. Imagine Yumi wird auf Worlds gepickt. Die besten Spieler der ganzen Welt. Die leben League of Legends von vorne bis hinten. Den ganzen Tag leben die League of Legends. Die stehen morgens auf und denken nicht an Pussy, sondern an League. Die gehen abends pennen und denken nicht an Geld, sondern an League. Und diese Menschen müssen, verdammte Scheiße nochmal, ihre Hände an Yumi packen, weil der Champ so broken ist. Und das kriegst du nicht in dein Hirn rein als Balancing. Als Balancing-Arschloch. Wieso ist genau 50% Wimmel schlecht auf jedem Champion? Ich hoffe, dass irgendwann mal auch einen von diesen absoluten Wichsern erreicht bei Riot Games. Das wäre sehr schön. Aber ich erkläre es nochmal ganz gerne. Wenn du einen Champion nimmst, es gibt Champions mit Win Condition, okay? Es gibt Ezreal zum Beispiel. Ezreal kann in jedem Game einigermaßen Damage anbringen. So. Ist immer relevant. Das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, dass er Lane verliert und dann useless wird. So. So weit, so gut. Das heißt, wenn du sagst, okay, Ezreal ist ein Champion, den wollen wir gerne auf 50% Balancing sehen, dann denke ich, ist das eine gute Variante. Kann man machen. So. Kann vielleicht noch ein bisschen drunter sein, weil Ezreal eine gute Skill Expression hat. Jetzt nimmst du aber einen Champ wie Master Yi oder Vladimir oder so. Oder Kassadin. Das sind Champions mit einer sehr, sehr besonderen Win Condition. Ja? Die Champs nur im Late Game können dann aber Games großflächig entscheiden. Das heißt, auf diesem Champs 50% Winrate haben, ist wahrscheinlich nicht so geil, weil die dann viel zu regelmäßig in ihre Win Conditions reinkommen. Wenn die so Champs 40% Winrate haben, ist es sehr geil, weil die 40% Winrate, die Champs haben, most likely auch verdient sind, weil die Game hart impacted haben. Heißt, Vontricks machen einen sehr guten Job, während andere Spieler, die den Champ einfach mal so spielen, keine gute Winrate auf dem Champ haben. Sinnvoll oder nicht? Also ergibt Sinn oder nicht, wenn ich jetzt so erkläre. Eine besondere Win-Condition sollte immer eine schlechtere Winrate haben. Ryuiki Tenkai, also. Boah, weiß ich nicht. Erste Game direkt gegen Lushinami. Weiß nicht, ob ich dafür ready bin, ne? Ist halt so, ich muss halt sehr christlich spielen. Steht hier? Sehr, sehr christlich einfach. Hände über die Bettdecke und dann keine Fehler machen. Wenn ja auch fast Safe Call Magic es mitgenommen haben. Ne? Heißt, wenn wir einfach die Landing Phase überstehen und unsere Topside gewinnt, sind die beiden Toast. Weil wir auch mit dem Kick und dem W gute Setups haben. Denke ich mir jetzt so. Also ja, W hat zwar eine Cast-Animation, aber ist trotzdem auch in a Waypoint and Kick Setup. Das sollte schon klar gehen. Wann ist denn der Yasuo wohl 6? Soon? TM? Ich habe echt nicht viel zu tun, aber wenn der Level 6 werden würde, wäre schon hot. Er hat auch schon einen Kill gemacht, ne? Hab ich da Zeit für? Oh, was? So frei, ne? Danke. Schönes Setup. Well done.
Das üben wir aber nochmal, ne? Das üben wir wirklich nochmal, Leute. Die Dynamics von dem Q-Test-Play treffen lassen, damit die rauslaufen kann. Wenn du durch meinen. Oder muss halt flashen. Also entweder flashen. Oder musst du sofort durch meinen W laufen. Both works. Das ist auch nicht gut, der Junge. I'm sorry, aber er ist wirklich nicht gut. Du musst noch nicht für einen Early Lane winnen. Doch. Aber du musst doch auch einsehen, dass du. Du kannst mit Flash das spielen. Und du spielst das eben gar nicht. Aber was du nicht tust, ist. In die Lux reinspielen, auf die Art und Weise, wenn du dafür stirbst, so. Also, obviously ist der Outcome doch hier nicht gut. Und wenn du nicht besser kannst, mechanically, dann spiel doch, dann musst du dir die Win Condition anpassen, ne? Das ist doch mein Call. Wenn ich der Lucian bin und ich merke, okay, die Lux hält ihren Spells, dann muss ich Lane auf Control spielen und werd über Control stärker als der Gegner. Bis die Lux den ersten Fehler macht. Das ist aber, was ich erklären will, dass du das anpassen musst. Weil einfach nur sagen, du musst Early Game gewinnen, ist halt zu easy. Spells mehr, oder? Balanced. Die Zeichen der Zeit ein bisschen misjudged haben. Nicht, dass die Jots zu viel da sind. Boah, danke, hast du den, Alter. Aber der Kaster, die sind alle so bad, was Target Focusing angeht, ne? Ich bin so dankbar dafür. Wenn einfach nur Menschen werden, ne? Wenn einfach Menschen werden, hätten wir keine Chance. Weil diese Champs so broken sind, Alter. Lass die schön uns reinlaufen, wir poken ihn ein bisschen. Sehr, sehr chillig. Irgendwo Kassin war auch noch irgendwo hier. Was ist denn für ein Bitch? Einen guten AP Carry Botlane Spieler, den du empfehlen könntest. Auch in den Worlds sahen die AP Carry super schlecht aus. Aber bei dir? Ein Botlane Spieler? Ich weiß nicht, wer von den Mages spielt. Der einzige Champ, den ich wahrscheinlich auch auf einem Competitive Level sehen kann, auch Worlds Level sogar, wäre Six. Für mich.